Moin Moin, in diesem Video zeige ich dir, wie du schnell und einfach einen preiswerten Server für Minecraft installieren kannst. Zuerst klickst du auf den von mir in der Videobeschreibung verlinkten Link und kommst auf sephosting.com. Als erstes wählt ihr euer Spiel aus, in dem Fall Minecraft. Minecraft hat viele unterschiedliche Versionen, sei es Vanilla, Buckets, Bigots oder Forge. In unserem Fall wollen wir eine standardmäßige Vanilla Minecraft Version installieren. Als nächstes müsst ihr euren Standort eures Servers bestimmen. Soll er in Deutschland, in England oder in Finnland sein? Hier empfehle ich euch, immer den Standort zu wählen, der für eure Position am nächsten ist. Ihr könnt hier unten aber auch ganz einfach einen Ping-Check machen, dann seht ihr, zu welchem Standort ihr die beste Verbindung habt. In meinem Fall ist es Aegishoven in Deutschland. Weiter runter können wir unsere Game Server Slots auswählen. Das bedeutet ganz einfach, die Spieleranzahl, die gleichzeitig auf dem Server spielen können. Desto höher ihr die Slots stellt, desto mehr inklusiven RAM kriegt ihr, damit der Server performanter ist, müsst aber auch mehr zahlen. Ihr könnt neben den inklusiven RAM eurem Server auch noch zusätzliche RAM zuweisen. Hier unten seht ihr auch immer eine Mindestempfehlung eures RAMs. Allgemein kann ich euch empfehlen, hier an den Empfehlungen immer ein bisschen festzuhalten und euch daran zu orientieren. Weiter unten finden wir die CPU. Hier können wir einmal die Standard-CPU mit DDR3 auswählen oder auch die Premium-CPU mit DDR4. Hier empfehle ich euch, wenn ihr einen Minecraft-Server erstellt mit der Absicht, dass da mehr als 15 Leute drauf spielen, gleichzeitig empfehle ich euch immer unbedingt die Premium-Version. Ihr zahlt da zwar mehr, ist aber wirklich einfach viel performanter, vertraut mir. Eigene IP-Adresse brauche ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Könnt ihr halt einfach eine eigene IP-Adresse erstellen. Braucht man grundsätzlich aber nicht. Es sei denn, ihr wollt einen Community-Server erstellen. Dann würde ich empfehlen, dass ihr eine eigene IP-Adresse nehmt. Ist einfach fürs Image angebrachter. Zunächst gibt es noch die DDoS-Manager-Übersicht. Braucht ihr meiner Meinung nach aber auch nicht. Der DDoS-Manager ist einfach nur dafür da, um eurem Server Sicherheit zu gewährleisten. Als letzter Schritt in der Konfiguration, dessen Punkte und Entscheidungen, die ihr getroffen habt, hier übrigens auch rechts in der Leiste immer ganz gut nochmal in der Übersicht seht, bevor ihr am Ende bezahlt, könnt ihr hier eure Zahlungsmittel auswählen. Sei es mit den SEP-eigenen SEP-Coins, die müsstet ihr allerdings vorher aufladen, oder sei es mit der Kreditkarte, PaySafeCard oder PayPal. Hier einmal noch eure Zahlungsinformationen angeben, bezahlen und schon habt ihr euren eigenen Minecraft-Server erstellt. Ganz wichtig, ihr könnt mit dem Code APODIA, den ich hier einmal einblende, auch 20% auf euren Einkauf sparen. Ich habe schon bereits einen Server und zeige euch die nächsten Ansichten jetzt gleich. So, nachdem ihr euren Minecraft-Server erstellt habt, müsst ihr einmal hier auf das Dashboard klicken, dann müsste es bei euch ungefähr so aussehen. Im Dashboard sehen wir nochmal alle unsere Angaben, die wir getroffen haben. Aegishoven, Deutschland als Standort. Hier haben wir bereits schon unsere IP, beziehungsweise unseren Port, der bisher belegte Speicher und das aktive Spiel, was wir haben, Minecraft Vanilla. Weiter unten sehen wir unsere CPU-Auslastung, die RAM-Auslastung und die Slot-Auslastung. Dann habt ihr hier nochmal den Ereignis-Log. Dort seht ihr die ganzen Aktivitäten, die auf eurem Server passiert sind. Sprich, ich habe den Game-Server gestartet, ich habe den Game-Server gestoppt, ich habe mir installiert. Also ihr seht alles Mögliche, seht ihr hier aufgelistet. Auch ganz praktisch, wenn irgendein Spieler Scheiße baut, dann seht ihr das wahrscheinlich auch irgendwo hier drin. Kommen wir zu den etwas wichtigeren Features, nämlich der Live-Konsole. Die Live-Konsole, die wird euch beim gesamten Server in der ganzen Zeit immer begleiten, denn hier könnt ihr alle Befehle ausführen, die ihr auch mit OP in eurer Minecraft-Welt ausführen könntet. Also das Allerwichtigste für euch als Serverinhaber wird wahrscheinlich erstmal sein, OP Joel Maurice. Und jetzt habe ich mir selber erst einmal den OP-Status gegeben, damit ich dann später in der Welt auch was machen kann. Ansonsten könnt ihr aber auch alle Befehle, die ihr dann hier machen könnt, dann ab sofort auch noch in-game machen. Vorausgesetzt, ihr habt euch vorher OP gemacht. Ihr seht jetzt hier aufgelistet, Server Made to Emory's Server Operator. Das heißt, hierüber, über die Konsole könnt ihr alle Befehle machen. Da habt ihr die komplette Berechtigung, die ihr braucht. Hier unten seht ihr auch nochmal die Standard, also am meisten benutzten Befehle, die ihr auch verwenden könnt für euren Server. Wenn ihr eine Whitelist drin habt, aber dazu kommen wir auch gleich nochmal. Whitelist Add Joel Maurice, dann ist er auch auf der Whitelist. Um jetzt hier nicht auf alles einzeln einzugehen, würde ich sagen, skippen wir die Spielbedingungen, Fragen und Antworten. Das ist einfach nur Question and Answer bei Sephosting. Sephosting Dokumentation interessiert uns alles nicht. Kommen wir erstmal zu den Einstellungen. Das Wichtigste, was ihr auf jeden Fall machen solltet, bevor ihr euren Server das erste Mal betretet oder bevor ihr anfangt, euer Projekt da einzurichten oder was auch immer ihr macht. Erstens, nach dem Game Server Crash automatisch neu starten. Empfehle ich jedem von euch. Angenommen, euer Server hat irgendein Problem und crasht auf einmal, ist überlastet und ihr seid gerade mal nicht zu Hause, aber das ist eine andere Spieler, die gerade gespielt haben und dann ist der Server down, dann geht er nicht mehr online. Hier könnt ihr einstellen, sobald der Server gecrashed ist, startet der sich automatisch neu.
empfehle ich euch, schaltet das an. Sehr wichtig. Hier auch immer wieder auf Speichern klicken. Gehen wir über zu der Basiseinstellung. Online-Modus, True. Ich denke, dazu brauche ich nicht viel sagen. Game-Mode. Mit dieser Option kannst du den standardmäßigen Spielmodus auf deinen Server festlegen. Sobald irgendjemand auf dem Server joint, wird er automatisch in diesen Game-Mode halt versetzt. Ihr wollt einen Survival-Server, dann macht das auf Survival. Die MOTD, die heißt einfach nur das, was, wenn ihr dann euren Server habt in Minecraft, was dann da unten als Schrift steht, hostet bei sephosting.com, kann man, denke ich, erstmal so lassen. Die Spielereinstellungen, ganz einfach, soll PvP erlaubt sein oder Friendly Fire. Ganz einfach, wenn ihr euren Buddy schlagen wollt, dann lasst es einfach auf True. Erlaube Fliegen, False. Wobei ich sagen muss, ihr könnt es auch auf True machen, weil das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme vom Server. Und wenn ihr da mal mit der Leitwa rumfliegt oder so, dann kann es sein, dass du mal gekickt wirst, weil der Server denkt, du fliegst und so. Deswegen, also wenn ihr euren Leuten vertraut, die mitmachen und wisst, okay, die hacken nicht und fliegen dann auf einmal komisch rum, dann würde ich sagen, macht es auf True. Wenn ihr vorsichtig sein wollt, dann macht es auf False. Der Player Idle Timeout heißt einfach nur so viel, dass sobald ein Spieler sich jetzt, keine Ahnung, 30 Sekunden oder so nicht bewegt hat, dann wird er automatisch gekickt. Wenn ihr es auf Null lasst, dann passiert gar nichts. Dann wird man gar nicht gekickt. Dann kann man so lange, wie man möchte, auf dem Server bleiben. Würde ich auch eigentlich so lassen, weil viele Farmen zum Beispiel in Minecraft funktionieren einfach so, dass man halt da AFK daneben stehen möchte. Also wenn ihr nicht wollt, dass Leute die ganze Zeit AFK sind und deswegen Serverleistung rauben oder so, dann könnt ihr, keine Ahnung, hier einstellen, dass man nach 120, also 2 Minuten gekickt wird. Als nächstes geht es noch zu den Welteinstellungen über. Einmal, wie euer Name heißen. Standardmäßig könnt ihr es auf World lassen. Das ändert eigentlich gar nichts. Dann könnt ihr noch den Level-Typ machen. Hier könnt ihr euren Seed einfügen und dann wird dieser Seed generiert für eure Welt. Funktioniert allerdings erst, wenn ihr wieder eine neue Welt für euren Server erstellt. View Distance ist standardmäßig auf 6 und wie gesagt, lasst euch hier beraten von diesen schönen Texten, die hier immer drunter stehen. Und hier steht halt, dass standardmäßig auf 6 optimal ist. Und man soll vorsichtig sein, wenn man da irgendwie dran was ändert. View Distance sollte jedem ein Begriff sein, wie weit ihr halt mit eurem Server schauen könnt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, bei einem Server sind 6, ist eine 6er View Distance völlig fein. Command-Blöcke erklärt sich von sich, ob Command-Blöcke erlaubt sind oder nicht. Nether, wenn ihr ein Projekt haben wollt, wo man nicht ein Nether soll, dann könnt ihr das auf Force machen, warum auch immer. Aber ich mache es jetzt einfach mal auf True. Die maximale Bauhöhe ist standardmäßig auf 256. Ihr könnt die aber auch höher machen. Dann könnt ihr auch gerne mal auf Höhe 500 oder so bauen. Gar kein Problem. Könnt ihr machen. Dann gibt es die Spawn-Einstellungen. Sollen Tiere spawnen? Ja, sollen sie. Sollen NPC spawnen? Sprich Villager? Ja, sollen sie. Sollen Monster spawnen? Ja, sollen sie. Sollen allgemein Strukturen wie Schiffwracks oder Tempel spawnen? Ja, sollen sie. Das könnt ihr hier alles einstellen. Die Schwierigkeit könnt ihr einstellen. Difficulty. Normal, Peaceful, Easy, Normal, Hard. Wir sind natürlich richtige harte Leute, deswegen machen wir es auf Hard. Hardcore könnt ihr auch machen. Sprich Hardcore, wem das kein Begriff ist. Wenn ihr einmal sterbt, dann seid ihr raus, dann könnt ihr nicht wieder auf den Server joinen. Ist auch ganz cool, je nachdem, was für ein Projekt ihr halt machen wollt. Mache ich einmal aus. Whitelist-Einstellung, das habe ich vorhin ja drüber geredet. Wenn ihr einen Server habt und ich empfehle jedem eine Whitelist, jedem Server, egal wie groß der Server ist, wenn ihr keinen Bock habt auf unerwartete Besucher oder so oder nicht gerade einen Community oder öffentlichen Server macht, der für alle öffentlich zugänglich sein soll, dann empfehle ich jedem eine Whitelist. Sprich, ihr macht dann diesen Befehl, den ich vorhin gezeigt habe, Whitelist, Add und dann der Name, dann könnt ihr die Person whitelisten und somit verhindert ihr einfach unerwartete Besucher, dass halt nicht jeder auf euren Server joinen kann, sondern wirklich nur die Leute, die ihr gewhitelistet habt und von denen ihr halt wollt, dass die auf den Server können. Ich mache sowas immer auf True, finde ich ganz praktisch. Wie gesagt, wenn ihr einen öffentlichen Server macht, kein Ding, dann könnt ihr das auch rauslassen. Dann gibt es noch sonstige Einstellungen. Ich denke, da kann ich jetzt auch alles so ein bisschen überfliegen. Java-Version könnt ihr beim standardmäßigen Java 8 lassen. Simple Port, da ändert ihr bitte nichts dran. Ich glaube, da bringt ihr nur alles so ein bisschen durcheinander. Und genau, das sind so die groben Einstellungen, die ihr treffen könnt. Als nächstes gibt es noch die Configs, auch da können wir später noch Einstellungen treffen, falls wir es wollen. Wenn wir einmal die Server-Properties ändern, dann können wir hier die Generations, den Level-Seed, alles, was wir eigentlich vorhin eingestellt haben, hier auch nochmal ändern. Falls ihr es euch anders überlegt, könnt ihr auch hier unten beim Reiter Spiele euer Spiel nochmal ändern. Sprich, wir haben jetzt gerade hier Minecraft Vanilla Server installiert, ihr könnt auch einen Minecraft Bucket Server erstellen oder einen Minecraft Forge Server. Das könnt ihr alles im Nachhinein auch nochmal ändern.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das kann extra kosten. Und ja, das könnt ihr jederzeit ohne Probleme machen. Es hat keinen Einfluss auf eure Minecraft-Welt. Es sei denn, ihr habt bereits Mods installiert und dann wechselt ihr von Forge auf Vanilla zum Beispiel. Das könnte problematisch werden, aber funktionieren tut es immer. Dann, ganz wichtig, sollte vielleicht auch einige von euch interessieren, auf welcher Version läuft euer Server eigentlich. Standardmäßig sollte das immer die neueste Version sein. In meinem Fall ist das jetzt die 1.19.2. Aber ihr könnt hier auch auf dieses schöne Tool hier gehen und dann könnt ihr eure Minecraft-Version, auf welcher ihr den Server laufen lassen wollt, ganz einfach ändern. Hier zum Beispiel Minecraft Vanilla 1.19.2 aktuell installiert. Und hier könnt ihr auswählen zwischen jeder beliebigen Minecraft-Version, wie ihr gerade lustig seid. Sei es die 1.15, 1.16, wie ihr gerade Lust habt. Ich lasse jetzt mal standardmäßig auf die 1.19.2. Als nächstes gibt es noch den Restart-Planer. Das empfehle ich an sich auch jedem von euch, dass ihr euren Server regelmäßig restartet. Am besten an irgendeiner Uhrzeit, wo gerade niemand online ist. Weil während der Server läuft, da sammelt sich immer, sage ich jetzt mal, Mülldateien sammeln sich an. Und wenn ihr den Server einfach regelmäßig neu startet, dann passiert da nichts. Dann werden die immer wieder gesettet. Das macht euren Server einfach ein wenig performanter auf langer Sicht. Wir können jetzt hier zum Beispiel auf das Plus hier klicken und dann können wir sagen, okay, Auto-Restart, sagen wir mal täglich. Und dann geben wir hier eine Uhrzeit an, sagen wir 5.30 Uhr. Täglich 5.30 Uhr wird der Server neu gestartet. Als nächstes sehen wir unten noch den Reiter FTP-Browser. Das ist allerdings nochmal ein Thema für sich, wenn ihr Datapacks installieren wollt. Und das zeige ich gerne nochmal im extra Video, beziehungsweise findet ihr auch oben rechts in der Infocard das Video dazu. Backups brauche ich, denke ich, auch nicht allzu viel sagen. Wenn ihr möchtet, dass euer Server regelmäßig Backups hat, empfehle ich an sich auch jedem von euch, da auch irgendwie so täglich oder so Backups automatisch erstellen, täglich. Und dann, keine Ahnung, älteres Backup gegebenenfalls löschen, so in der Art, und dann auch jeden Tag 5.30 Uhr oder so, damit euer Server halt gespeichert wird. Hier könnt ihr auch mal zu eurem Storage gehen und der Server wird dann jetzt zum Beispiel in dem Fall täglich 5.30 Uhr gespeichert, quasi ein Backup erstellt, und falls da mal irgendwie ein großer Fehler bei euch in der Welt passieren sollte, könnt ihr dieses Backup immer wieder draufladen. Das heißt, angenommen, heute hat jemand Scheiße gebaut auf meinem Server, dann kann ich immer noch von gestern, den Stand von gestern, auf meinen Server wieder draufladen und somit ist eigentlich alles so wieder wie vorher. Und das sorgt einfach dafür, dass alle so ein bisschen mehr Spielspaß haben und da nicht einfach sowas kaputt gehen kann und dann ist halt alles weg. Standardmäßig habt ihr 10 GB Storage. Wir können auch einmal hier zum Storage gehen und dann könnt ihr hier nochmal euren Premium Storage buchen. Da könnt ihr euren Storage erweitern. Standardmäßige 10 GB sind eigentlich ausreichend. Das war's an der Stelle. Hiermit seid ihr vertraut mit den Konfigurationen von Minecraft. Einzelne Sachen wie Plugins, Datapacks und Co. erläutere ich in einem extra Video. Als allerletztes kopieren wir hier oben die IP-Adresse, die ihr hier schon die ganze Zeit oben seht. Machen einmal Steuerung C und dann sehen wir uns jetzt im Spiel wieder. Im Spiel angekommen, klicken wir einmal auf Multiplayer und fügen einen Server hinzu. Die Serveradresse machen wir einmal mit Steuerung V und gehen dann in die Welt rein. Wir sehen hier Minecraft-Server 0 von 4 Spielern, hosted bei sephosting.com. Das ist unser Server und wir können einmal ganz einfach joinen. Im Spiel angekommen sehen wir, es hat funktioniert. Wir sind auf unserem eigenen Minecraft-Server angekommen und können jetzt auch ganz einfach schlecht Game Mode Befehle machen, weil wir uns vorhin bereits OP gegeben haben. Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Video helfen und ich würde mich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht, mit dem Code APODIA könnt ihr 20% auf euren Einkauf sparen. Und wenn ihr weitere Videos zum Thema Server mit Mods, Datapacks und Plugins sehen wollt, dann lasst mich das auf jeden Fall unten in den Kommentaren wissen. Fragen könnt ihr natürlich wie immer auch stellen. Ich versuche alle, soweit es geht, in den Kommentaren zu beantworten. Vielen lieben Dank fürs dabei sein. Ihr werdet jetzt oben rechts ein Video sehen, wie ihr Minecraft Plugins installiert und unten links ein Video, wie ihr Minecraft Datapacks installiert und rechts unten ein Video, wie ihr Minecraft Mods für euren Server installiert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.